Kennst du schon Mädesüß? Hallo, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute geht es mal wieder um ein Wildkraut und zwar Mädesüß möchte ich dir heute vorstellen. Ich halte es hier mal ganz nah in die Kamera. Das kennst du mit Sicherheit, das wächst derzeit und blüht derzeit in Massen auf Wiesen in der Nähe von Bächen, an den Ufern, auf lehm- und tonhaltigen Böden, also das steht mit Sicherheit auch massenhaft bei dir um die Ecke. Und Mädesüß versprüht so einen, ja, honigmandelartigen Duft. Also ich liebe diesen Duft von den Blüten, das ist einfach faszinierend. Du erkennst Mädesüß jetzt nicht nur an diesem, ja, ganz enormen Duft, sondern, ich halte es hier mal in die Kamera, diese Blätter hier, damit du die mal siehst, die haben auch so ein bisschen dieses Teil hier, oh je, wie zeige ich das jetzt? So, mach mal ein Stück ab, dann geht es besser. So, wenn du das siehst, dieser Stängel hier, der ist rot. Und so schauen eben die Blätter aus. Ja, jetzt denke ich, kann man es ganz gut sehen. Und die Blattunterseite zeige ich dir auch mal in die Kamera. Aber am sichersten kannst du es einfach an diesen Blüten hier erkennen. Schau mal, so schauen die aus. Also wenn du heute einen Spaziergang machst, halte unbedingt mal Ausschau. Und wenn du dann daran riechst, das ja duftet ganz, ganz herrlich, mandelartig, also ein bisschen Marzipan, ganz dezent und auch so ein bisschen süß. Und wozu verwende ich Mädesüß? Ich persönlich verwende nur die Blüten und energetisiere damit das Wasser. Also ich trinke ja eigentlich nur Quellwasser und mag dann da ab und zu mal einen anderen Geschmack auch drin, mache auch schon mal Brennnesseln rein, einfach zum Energetisieren. Aber derzeit mache ich Mädesüß rein. Und zwar nehme ich dann einfach diese Blüten hier ab, die geöffneten Blüten, und stecke die in den Wasserkrug, fülle es auf und lasse das dann einfach so 2, maximal 3 Tage drin. Fülle immer nach, also aus diesem Wasserkrug entnehme ich dann auch mein Wasser, was ich dann tagsüber trinke, und so nach 2, spätestens 3 Tagen nehme ich es dann raus, mache nochmal Frisches rein oder ja, pausiere einfach mal 1, 2 Tage. Und dann schmeckt dieses Wasser natürlich auch so ein bisschen ganz, ganz leicht süßlich nach Marzipan und nach Honig, aber ganz dezent, also wunderbar. Ich kann dir das einfach wirklich nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Ansonsten kann man natürlich auch hingehen und die Blätter trocknen, auch die Blüten, auch das kann man trocknen und kann es als Tee verwenden. Aufgießen dann. Man kann auch die Wurzel verwenden. Die Wurzel, wenn du dich dafür interessierst, die sollte dann eben einige Stunden im Wasser ziehen und dann kurz aufgekocht werden und dann kann man den Tee genießen. Und rein von der Wirkung her sagt man dem Mädesüß eine ausgleichende Wirkung für das Immunsystem nach. Volksmedizinisch wird es auch eingesetzt bei Nierenproblemen, beziehungsweise bei Problemen mit den Harnwegen, bei Ödemen und allgemein bei Stoffwechselstörungen. Ebenso bei Gicht, Gelenkrheumatismus und auch bei Muskelrheumatismus. Mädesüß als Tee zubereitet, diesem sagt man auch eine schmerzlindernde und fiebersenkende Wirkung nach und deshalb wird es natürlich auch gerne genutzt in der Homöopathie zum Beispiel, um da bei Erkältungskrankheiten eine kleine Hilfestellung zu leisten. Ja, das war auch schon mein kleiner Wildkräutertipp heute, also mehr zum Energetisieren, zum Wasser benutzen, beziehungsweise die Blätter gerne auch trocknen mit den Blüten und dann hast du einen Wintervorrat Tee, wenn denn die Erkältung einfach mal da ist. Also es ist jetzt weniger ein Kraut, was zum Verzehren geeignet ist. Allenfalls im Frühjahr die ganz, ganz jungen grünen Blatttriebe, die kann man schon verwenden, aber jetzt ist das eben zu spät und jetzt blüht es. Und wie gesagt, wenn du nachher spazieren gehst oder Lust hast auf einen Spaziergang, halte unbedingt Ausschau und nimm dir mal so einen Stängel mit und steck mal ein paar Blüten in dein Wasser, um es zu energetisieren. Schreib mir gerne auch mal in den Kommentar rein, ob du es gemacht hast, beziehungsweise wie dir Mädesüß auch gefällt, ob du auch so begeistert bist von diesem, ja, herrlichen Duft. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, eine herzliche Umarmung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Irmgard.